Hi, ich begrüße euch zu meiner Nähserie Teil 3 und zwar ist dieser Teil der kreativste Teil, denn ich möchte euch zeigen, wie ihr euren Leinenstoff bzw. die Taschen an eurer Greta etwas bisschen aufpäppeln könnt, dekorieren könnt, schmücken könnt, wenn ihr gerade unifarbenen Stoff verwendet. Für die Variante 2 und für die Variante 4 sind die Taschen ja auf den Rock aufgenäht und da kann man wirklich wunderbar ein bisschen was machen. Und zwar werde ich meine Taschen für die Variante 2, die wir ja gestern genäht, das letzte Woche genäht haben, besticken. Genau, dazu habe ich mir so ein bisschen hier sowas aufgezeichnet. Das soll so eine Blume, so ein Baum sein. Und hier ja auch so ein bisschen Blume, Baum. Dann möchte ich euch noch die Sashiko-Methode vorstellen oder beziehungsweise euch dazu ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar habe ich mir dazu so eine Blume aufgezeichnet. Bevor Fragen kommen, ich habe mir da so eine Vorlage gemacht und mir dann einfach hier so einmal außenrum, da könnt ihr ja nehmen, was ihr gerne möchtet, und habe mir hier einmal auch so eine Sonnenblume aufgezeichnet, so ein Kreis, und dann bin ich mit einem Geodreieck einfach hier, habe Linien gezogen. Die Linien sind natürlich alle gleich lang, die könnt ihr 4, 5, 6, 7, 8 cm machen, je nachdem, wie groß das Stück werden soll. Und dann habe ich mir noch eine dritte Methode ausgedacht, und zwar könnt ihr mit Filzstoff, ich habe mir da jetzt hier so Kakteen gezeichnet, auch einmal hier so eine Vorlage gemacht, auf den Filzstoff dann appliziert, abgezeichnet und ausgeschnitten, und das wird dann auch einmal hier genäht und bestickt, das zeige ich euch nachher, und einmal hier noch so eine Blume, da habe ich mir auch so ein Blatt als Vorlage gezeichnet, das ist auch ein Filzstoff. Und das wird dann hier auch bestickt und der Rest wird dann auch bestickt. Also das sind jetzt dann insgesamt drei Methoden. Besticken mit Filz, die Sashiko-Methode, ich hoffe, so gesagt, ich spreche das richtig aus, und einmal komplett besticken. Los geht es jetzt mit dieser Blume bzw. mit dieser Sonne. Ich habe da auch bereits mit den ersten Stichen angefangen. Ich habe eine Nadel, einmal Stickgarn. Und ich weiß nicht, wer es von euch schon mal ausprobiert hat. Einfach mal so, wie ich es mache. Ich denke, so ist es auch richtig. Ich habe es in keinem Buch nachgelesen. Ich habe es auch nicht hier irgendwo nachgelesen. Ich bin mehr so learning by doing. Einfach mal machen und ja, genau, einmal rein, dann vorsichtig wieder raus mit einem kleinen Stich. Ich hoffe, ihr seht, dass ich mit der Nadel hier fahre. Und die Anzahl der Stiche sollte natürlich bei jedem Strahl bzw. auf jedem Blatt gleich sein oder sollte sein. Dann sieht es einfach viel, viel schöner aus. Ja? Weiter geht es mit dieser Blume. Da beginne ich zuerst mit den äußeren Blättern hier, die besticke ich. Dann besticke ich diesen inneren Kreis und dann besticke ich die Seiten, also die Seiten der Blätter. Einfach, weil ich jetzt hier einmal so außen rum fahren kann mit der Nadel, dann mache ich das und dann mache ich das Innere dann Stück für Stück. Da habe ich jetzt dann auch schon angefangen. Und weiter geht es dann einfach mit dem nächsten Blatt und ich mache es so wie vorher bei der Sonne. Einstechen, bisschen raus. Und achtet auch hier darauf, dass ihr immer die gleiche Anzahl von Stichen verwendet, weil es dann einfach, ja, das Gesamtbild wirkt dann ja einfach etwas harmonischer. Ja? So, weiter geht es mit den Applikationen aus Filz. Dazu habe ich mir jetzt die Kakteen mit Stecknadeln einmal festgesteckt, da wo sie dann ja später sein sollen. Ich habe jetzt hier ein recht dünnes Stickgarn, also das ist jetzt einfach, denn ich fahre jetzt einmal um den ganzen Kaktus einmal außenrum. Und mache ihn mit ganz kleinen Stichen, befestige ich ihn dann am Leinenstoff. Nun kommt diese Blume dran. Mit diesen blauen Filzblättern. Da fahre ich um die beiden Blätter ebenfalls mit einem Saumstich,
einmal außenrum. Habe dafür dann wieder ein einfaches Stickgarn und genau, fahre da einfach einmal außenrum. Den Rest, also den Stiel, den besticke ich dann mit einem Stielstich und das wird, denke ich, dann auch so ein ganz normaler kurzer Stielstich oder so ein kleiner Margaretenstich. Da muss ich dann mal schauen, wie ich es noch mache. Weiter geht es jetzt ja dann mit meinen Taschen für die Greta in der Variante 2. Die werden ja dann nächste Woche Samstag angenäht. Und weil das Video einfach viel zu lang wäre, wenn ich euch jetzt zeige, wie ich es sticke. Ich meine, das könnt ihr jetzt einfach wirklich nachschauen. Die meisten von euch können ja bereits sticken. Habe ich jetzt hier mein Stickgarn, eine Nadel. Und das sticke ich mit einem Stielstich und auch so einem kleinen Vorwärts-Rückwärts-Stich. Das ist dann ebenfalls ein Stielstich und ein kleiner Margaretenstich. Für die Blätter würde ich eigentlich das Rost nehmen. Wobei ich denke, ich nehme dafür die Blätter noch irgendeine dritte Farbe noch dazu. Genau, seid auf das Ergebnis gespannt und ich zeige es euch bald.